Tom's Talk Time, Folge 712. Guck einfach, wo deine Stärken sind. TomsTalkTime.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaulitz. Hallo Podcast Nation. Ich begrüße dich heute bei strahlendem Sonnenschein hier aus der wunderschönen Dominikanischen Republik mitten in der Karibik und freue mich auf unseren heutigen Interviewgast. Meine Leitung geht nach Heidelberg. Bei mir im Interview ist der Klaus Bülitzer. Klaus, schön, dass du dabei bist. Hi Tom, grüß dich. Ich freue mich aufs Gespräch. Und ich mich erstmal, Klaus. Klaus, das Thema Sprachen ist heutzutage wichtiger denn je. Die Welt rückt immer näher zusammen. Es wird immer mehr Multikulti, Kulturen werden vermischt, Sprachen werden vermischt auf engstem Raum. Und das Thema Kommunikation ist ja, glaube ich, eins der wichtigsten Dinge, die wir haben. Du hast dich 2005 selbstständig gemacht, nachdem du über 18 Jahre im internationalen Top-Management-Bereich unterwegs warst und dort selber als Führungskraft auch mit anderen Führungskräften international zusammengearbeitet hast. Und du hast sehr früh schon gemerkt, dass das Thema Sprachen eigentlich wirklich das Tor zum nicht nur zum Menschen, sondern auch zum Business ist, dass man mit den Menschen praktisch dahinter dann machen will und dadurch ganz schnell das Eis gebrochen wird. Und 2005 hast du dich dann letztendlich selbstständig gemacht mit dem Bereich Sprachen. Und seit 2008 hast du deine Firma nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht. Und da gibt es, glaube ich, niemanden oder nur eine Handvoll Leute weltweit, die da überhaupt mithalten können. Denn du persönlich unterrichtest mittlerweile in 17 Sprachen. Ich könnte gar nicht so viele Sprachen aufzählen, so viele unterschiedliche. Und du unterrichtest in diesen Sprachen. Das Besondere bei dir ist, dein Credo ist einfach, gib mir 2 bis 3 Tage deiner Zeit und ich bringe dir eine neue Sprache fließend in den Grundzügen bei. In nur 2 bis 3 Tagen. Das ist doch eine mega Aussage. Ist das so als grober Überblick über dich richtig? Alle Achtung, Tom, das klingt recht gut eben. Also ich bin selbst überrascht. Doch, ja. Nein, klar. Soll ich dich mit dem coolen Typen mal vermitteln? Ich kenne den mittlerweile ganz immer. Gut. Okay, mache ich. Ich schicke dir den Link. Nein, Klaus, das ist, du bist einfach zu bescheiden. Das ist, so habe ich dich auch kennengelernt. Ich bin selbst überrascht, dass ich jetzt schon bei so vielen bin. Klar, man fängt bei einer an, Deutsch, Polnisch. Ich bin in Polen geboren, die ersten 10 Jahre dort und nur Polnisch gesprochen, ein bisschen Deutsch, rübergekommen mit 10 Jahren. Und klar, du kannst überhaupt kein Deutsch noch. Also Deutsch gelernt, Abi gemacht und studiert, also richtig deutsche Karriere. Kaum fertig mit dem Studium, geheiratet, 2 Kinder, Familie, ja. Und ja, nach dem Studium, BWL-Studium, auch während des BWL-Studiums schon, ja, Französisch und Englisch hast gesprochen. So ein bisschen Russisch kam dazu. Und bei mir war das, ich weiß nicht, ich habe immer so ein bisschen ein Problem mit der Planung. Ich brauche nichts planen. Weil bei mir kommt das alles irgendwie von außen rein. Okay. Ich habe während des Studiums, BWL-Studiums, gehen wir in die Mensa mit 2 Kumpels. Und wen treffen wir da? 3 total hübsche Mädchen sitzen da. Also was machen wir? Wir setzen uns dazu. Wir setzen uns dazu und in dem Moment fragen wir, was macht denn ihr? Ach, die haben gesagt, wir studieren Spanisch. Was meinst denn du, wo wir am nächsten Tag alle 3 eingeschrieben waren? Vermutlich Spanisch. Nicht im Französischkurs. Richtig. Logisch. Und dann, wenn man eine Leidenschaft hat, Sprachen, da guckt man, dass man dran bleibt. Erster Grund. Zweiter Grund, man will natürlich den Mädels imponieren. So. Und automatisch hast du die Motivation da. Für eine Sprache brauchst du die Motivation. Und? Ja, das stimmt. Dann bin ich umgezogen in Studentenwohnheim, besten Freund kennengelernt von mir, Deutsch-Südamerikaner. Und was haben wir gemacht? Partys gefeiert.
und sehr viele Latinos, sehr viele Menschen aus Südamerika. Und wie sprechen die? Spanisch. Also kam mir der Zufall, dass ich Spanisch studiert habe, gelegen. Ja, und plötzlich sagt er zu mir, du Klaus, das war an einem Neujahrsmorgen, sagt er, wir sitzen da, er und ich, letzte Flasche Wein, morgens um 6, vergesse ich nie. Mein Vater in Santiago de Chile braucht einen Unimog. Da habe ich zu ihm gesagt, ja und, schick mir ihn rüber. Ah, hat er gesagt, wir bringen ihn persönlich vorbei. So, wir haben noch einen dritten gesucht, der mit auf die Reise ging. Und dann von Mexiko bis Santiago de Chile, Portiera, übers Land. Ja. Knapp 4 Monate. So, ich meine, das ist nichts Neues für dich, kennst alles, du weißt, wie das geht. Nur damals, das war Ende der 80er Jahre, sowas, da war in den Ländern Krieg. Ne? Ja. Und allein mit Deutsch oder Englisch wärst da überhaupt nicht weitergekommen. So. Und so kam ich zu Spanisch, da kam ich zurück, Bewerbung geschrieben, Diplom gehabt, Einstieg bei Bayer Leverkusen. Und dann fing die berufliche Karriere so ein bisschen an. Zweieinhalb Jahre dort gewesen, gewechselt und immer mehr Verantwortung gekriegt. Und dann bist der stellvertretende Exportleiter von einem Konzern. Es war eine andere Firma, großer Konzern. Ja, und führst die Verhandlungen in der Sprache des Gegenübers. Und wie geil ist das? Du fährst nach Italien und verhandelst auf Italienisch. Oder du fährst nach Spanien oder Frankreich. Und dann hieß es nur ganz lapidar, ja, sie kriegen jetzt noch Portugal. Warum Portugal? Ja, wir haben eine neue Mannschaft, Portugiesen, und die sprechen nur Portugiesisch. Lernen Sie kurz mal Portugiesisch. Mal eben. So, mal eben, genau. Das Gleiche mit Polen. Ja, gut, wir brauchen eine Handelsvertretung für einen Konzern in Polen. Ja gut, da kamen Leute, die haben nur Polnisch gekonnt. Ja. Da kommen Leute aus Russland, die Verhandlungen wurden auf Russisch geführt. Und du wächst da rein. Sprache, Tom, ist eine Geschichte, die, du brauchst nicht viel. Du brauchst wirklich nicht viel Wörter. Und dann redst du mit denen, du sprichst mit denen, und wenn du was falsch machst öfters, die korrigieren dich, du schreibst auf, und plötzlich bist du fließend in der Sprache. Und nach kurzer Zeit, du weißt, Verhandlungen zu führen in einer Firma ist ja immer wieder das Gleiche. Und Verhandlungen zu führen, dies bisschen Add-on an Vokabeln, das schafft jeder innerhalb von wenigen Tagen. Ja. Und so nach und nach entstand bei mir dann das Ding. Jeden zweiten Tag neue Leute gehabt aus anderen Ländern, die wichtigsten Kunden. Und dann kommen Leute aus Polen und du stehst da und Dzień dobry, ja nazywam się Klaus Blitzer. Dzisiaj możemy rozmawiać po polsku. Oder aus Spanien. Muy buenos días. Señoras, señores, bienvenido aquí en Alemania. Hoy podemos hablar español. Und das ist einfach so ein Ding, wo ich mir gesagt habe, Sprache ist Wettbewerbsfaktor Nummer 1. Oh ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz klar. Aber jetzt ist es ja doch so, ich meine, wir haben ja alle in der Schule damals Englisch gelernt, eventuell auch Französisch oder richtig, vielleicht auch Spanisch, ne? Und wenn ich so an meine Schulzeit mal denke, wie viel Jahre ich dort Englischunterricht hatte und wie viel ich letztendlich gelernt habe, als ich mit der Schule fertig war, also das war ehrlich gesagt weit davon entfernt, conversational zu sein. Also da, ne, das war nichts mit Unterhaltung. Also was machst du anders? Darf ich dich fragen? Also du hast nicht das Englisch in der Schule innerhalb weniger Tage gelernt, richtig? Nee, das waren nur innerhalb weniger Jahre, gefühlt hunderte von Jahren. Hey, ja. von der 5. bis zur 13. 9 Jahre Englisch, ich. Und dann sollte ich Englisch fließend reden mit den Leuten. Da kam meistens ein rüber. Er ist zwar international, aber bringt dir nicht viel. Das stimmt.
Ja. Das Ding ist, ja, und das habe ich mir gesagt, okay, bei mir kam hinzu, dass ich bei den Firmen, ich habe öfters Firmen gewechselt, aber da waren immer solche Gründe von deren Seite. Entweder kam eine Fusion, entweder kam eine Schieflage von einer Firma, dann ja, haben sich zwei Firmen zusammengeschlossen, dann wurden wir übernommen und dann immer wieder neu sich orientieren, neu sich positionieren. Da hat dann 2005 ein Bekannter von mir gesagt, Mensch Klaus, mach dich doch selbstständig. Mach doch Sprachencoaching. Das war sein Wort. Und seitdem habe ich so ein bisschen angefangen. Okay. Ja, aber was machst du jetzt letztendlich anders im Sprachencoaching? Wie gesagt, ich meine, die meisten Sprachkurse, die man halt so macht, egal ob jetzt in der Schule, ob bei der Volkshochschule, ob in extra Sprachenkursen, das sind ja doch Dinge, die sich sehr lange hinziehen. Und du gehst ja hin mit deinem Claim und sagst ganz klar, ich bringe dir eine neue Sprache bei. Das heißt, du sprichst innerhalb von 2 bis 3 Tagen eine für dich neue Sprache in den Grundzügen. Wie machst du das? Was ist das Geheimnis? Wie macht es ein Kind? Ein Kind bis zu 6 Jahren nimmt das auf, was es hört, spricht nach, Entschuldigung, plappert nach, wiederholt 3, 4, 5 Mal und dann kann's. Was macht ein Kind, wenn es anfängt, Englisch zu lernen, auf dem Gymnasium, 5. Klasse? Es muss die Grammatik beherrschen, vorwärts und rückwärts, das Verb gehen in allen Formen konjugieren können, bis zum Konjunktiv 2 Passiv, I would have been beaten, ich würde gerne geschlagen worden sein. Die Frage ist, die Frage ist, ob ich das überhaupt mal im Leben brauche. Ja, in der Prüfung, in der Englischprüfung in der Schule. Ja, und fertig, genau. Nein, mein Ding war es gewesen, schon 88, als wir in die Türkei rüber sind, kurz mal Türkisch gelernt, meine Frau und ich, innerhalb weniger Tage. Wir sind dort, kommen mit ganz anderen Menschen in Verbindung. Mit den Eingeborenen dort, mit den Menschen vor Ort, die uns zeigen, was auf der Burg in Antalya alles los ist, uns mitnehmen. Und das sind einfach so Dinge, wo ich sage, wow, so viel haben wir nicht gekonnt, aber wir haben uns unterhalten können. Ja. Wir sind drüber geflogen, ohne ein Zimmer zu mieten, das erste Mal. Einfach Hin- und Rückflug gebucht. Um dann vor Ort uns was zu suchen. Mit den Menschen direkt. Und so ging's weiter. Wir waren in der Camargue unten. Kleines Hotel. Gefragt auf Französisch. Wo können wir was sehen? Der räumt nach dem Frühstück den Tisch ab, legt die Karten hin und zeigt uns, ihr müsst da und dahin. Verstehst, das sind einfach so Dinge, die dann dir Spaß machen, Motivation hast. Du bist an Orten, wo es keine Touristen gibt. Auch Anfang der 90er, Mallorca. Nur Mallorca, gleiche Situation. Und wir gehen dann in ein Hotel rein. Wir hatten ein bisschen Probleme gehabt. Der vor mir sich beschwert hat, der hat auf Deutsch oder Englisch geredet. Wir können da nichts machen, sagt er. Ich gehe hin und sag: Muy buenos días, señora, somos de Alemania, tenemos un problema. So. Und dann kurz weitergesprochen. Wirklich, 5 Minuten später hat sie sich umgedreht und zu mir gesagt, du pass auf, wir haben hier 2 Schlüssel, 2 Zimmer. Guckt euch an, wo es euch besser gefällt. Sprache. Ja. Wie gesagt, ne? Damit kommst du weiter. Und so viel ist das nicht. Das bricht das Eis. Das haben wir auch gemerkt, wenn wir mit dem Wohnmobil im Winter mal in Mexiko unterwegs sind. Wenn du da lang fährst, ob jetzt bei den Straßenkontrollen, also hier diese Polizei- oder Militärkontrollen, ob an der Grenze,
bei normalen Checkpoints oder im Supermarkt, wenn du als Bleichgesicht hingehst und du auf Spanisch sprichst, selbst wenn du da mal einen Fehler reinhaust, ja, da ist da keiner böse, aber alle gucken dich erstmal an, so wegen, oh, der Gringo spricht auf Spanisch. Genau, das ist es. Ich sag allen, zu den Latinos, die nach Südamerika reisen, ja, sage ich alle, passt auf, lernt Spanisch. Wenn ihr in Südamerika, in Lateinamerika mit Englisch anfängt, da werdet ihr automatisch in die falsche Richtung geschickt. Ja, ja. So ungefähr. Warum ich und wie ich das gemacht habe? Ich habe mir natürlich, oder anders gesagt, ich bin auch ein ziemlich faul gewesen früher. Mhm. Ich wollte nicht Vokabeln lernen, aber ich wollte die Menschen mit ganz wenig Wörtern überzeugen. Und dann habe ich festgestellt, dass du mit 200-300 Wörtern, die du richtig auswählst, die richtigen Wörter, damit kannst du eine Konversation führen. Mhm. Und die paar Wörter kann jeder lernen. Ja. In der Schule sagen die zu mir, haben die Rektoren selbst zugegeben, ja, wir haben andere Aufgaben, als den Kindern jetzt gutes Englisch beizubringen. Wir müssen gucken, dass die hier im Unterricht sind. Hm. Ja, hurra. Das ist, und überall, ich war also wirklich durch die ganzen Länder in Europa, wo wir waren, immer habe ich versucht, in der Sprache des Gegenübers zu sprechen. Ja. Wann 2012, 2012 in Bulgarien gewesen. Meine Frau hat Geburtstag gehabt. Meine Kids 20 und 22. Ja, im Hotel habe ich gefragt, können Sie was machen? Organisieren? Tisch direkt am Pool? Ja, wir sitzen abends am Pool, wir vier, und plötzlich kommen die mit Sekt, vier Gläser und eine Torte. Mhm. Mit brennenden Kerzen. Ich komme am nächsten Tag, will ich bezahlen, sagt die Augenblick, der Direktor des Hotels kommt gleich. Nein, sagt er, es geht auf Kosten des Hauses. Cool. Hammer. Versteht, wenn ja, du sowas hast, dann kannst nicht demotiviert sein, wenn dich an eine Sprache ranmachst. Nein, absolut. Okay, das heißt, wenn ich das mal kurz zusammenfasse, du sagst im Endeffekt, dass eine Sprache, also das Grundvokabular einer jeden Sprache aus so circa 200 Vokabeln besteht, richtig? 200, 250 Vokabeln, genau, reicht. Das heißt, im Endeffekt muss ich eigentlich erstmal nur diese Vokabeln können und dann kann ich mich schon mal in den Grundzügen unterhalten. Klar, natürlich kommt ein bisschen Grammatik dazu mit Satzstellung, aber vokabularmäßig ist es das, muss man nicht mehr können. Nein, du hast die Grundstruktur einer Sprache. Beispiel, Englisch. Wenn ich Englisch durchgehe, was habe ich? Also Englisch brauche ich 1 bis 2 Stunden, da bin ich mit der englischen Sprache durch. Ja, 2 Stunden. Komplett, mehr brauchst nicht. Spielen. Do you play? Yes, I play. No, I don't play. Did you play? Yes, I played. No, I didn't play. Dieses Einfache, wenn ich Frage-Antwort-Spiel beherrsche. Mhm. Ja, nein. Gegenwart, Vergangenheit. Fertig. Und das muss ich üben. Und der Rest ist Austausch von Vokabeln. Und das habe ich in jeder Sprache. Mhm, das stimmt. Also da, sorry. Und mein Ding ist halt die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit, schnell zum Ziel kommen. Und das ist bei den Führungskräften das A und O. Ja. Sehr viele docken bei mir an und sagen, ich bin 10 Jahre Geschäftsführer von der und der Firma, aber ich kann kein richtiges Englisch. Und dann sitzen wir 1-2 Tage intensiv, immer wieder das Gleiche, wiederholen. Du musst dir vorstellen, wenn du Ski fährst und du fährst immer viele Kurven, und jetzt kommt einer und sagt, fahr doch geradeaus. Dich zieht's trotzdem immer wieder ins alte Schema zurück. Mhm, klar. Und das wegzubringen, das ist das größte Problem. Gerade bei den Führungskräften. Ja.
Ja, ich denke bei jedem, nicht nur bei Führungskräften. Also ich glaube, das ist so diese Macht der Gewohnheit, die dann wieder reinkommt, von wegen, habe ich immer so gemacht und dann muss man wieder aufpassen, so, nee, wieder zurück auf die neue Spur, dass man dann da hinbleibt. Ja, und bei mir waren natürlich auch sehr viele Herausforderungen. Sehr viele. 2006 kam Siemens auf mich zu, ob ich denn Simultan-Dolmetscher im Bereich Technik machen könnte für ein 180-Millionen-Projekt. Größte Druckerei Europas, ne? Okay. Ich sitze da, sag ganz cool und lässig, sag ich ja. Okay, ein paar Minuten später bringen die mir die Aktenordner. Ich guck rein, die waren zwar auf Deutsch, aber ich habe nichts verstanden. Verstehst? Technik. Ich als Kaufmann. Technisch. Okay. Zwei linke Hände. Null. Wann haben wir das Training? Ja, in 3 Wochen kommen die polnischen Ingenieure und die sollen hier geschult werden in Deutschland. Okay. Tief Luft holen. Da bist du kurz davor. Ja. 2015, als die vielen Menschen aus Syrien kamen. No? Kommt die Volkshochschule auf mich zu und sagt, Rheinland-Pfalz, und sagt, Klaus Belitzer, kannst du Arabisch-Training machen? Deutsch-Arabisch für die von den Gemeinden, Vertretungen und so weiter, ne? Angestellten. Habe ich gesagt, ja, mache ich. Das Dumme war nur, die hat mich am nächsten Tag angerufen oder übernächsten Tag. Ja, in 10 Tagen haben wir das erste Arabisch-Training mit 12-13 Leuten. Okay. So, was würdest du jetzt machen an deiner Stelle? Du kannst kein Arabisch, du kannst gar nichts. Ich würd dich anrufen und würde sagen, Klaus, Hilfe! Mich auch. Ja, genau. Und ich überlege, ja, ich und Nein sagen in dem Bereich geht schon mal gar nicht. Mhm. Hier in der, in einem Zentrum angerufen, wo viele Menschen aus Syrien sind. Einen Bekannten angerufen, du hast nur noch jemanden. So. Ah, klar haben wir. Wir haben viele Studenten aus Syrien, die können perfekt Englisch. Innerhalb kurzer Zeit haben wir die Arabisch beigebracht und ich denen Deutsch. Mhm. Das war wirklich Tagesmodus. In wenigen Tagen konnten die Deutsch sprechen. Was? Das Problem war nur, die wurden dann als Übersetzer schon eingesetzt. Ja, und ich hatte meine Trainings dann. Insgesamt 35, 36, 37, sowas rum. Regelmäßig, Trainings, voll. Okay. Und dann stehe ich bei einem Training vorne da, begrüße die meine Schüler, ne? Und die Leiterin kommt, guckt mich an und sagt, Klaus Belitzer, morgen kommt das Fernsehen. Die ARD, Aufnahmen. Mhm. So. Dann kannst nicht mehr blöffen, weißt du? Ja. Dann musst wirklich zeigen, was du kannst. Ja. Und das war auch relativ am Anfang. Mhm. Na? Ziel, immer wenn ihr anfängt, eine Sprache zu lernen, guckt, dass ich 20, 30, 40 Wörter richtig gut könnt. 4, 5, 6 Sätze richtig gut und fließend sprechen. Ja. So, einfach den Eindruck verschaffen. Dann ist der Einstieg da und der Rest macht Spaß. Ja, wie heißt das schön? Der erste Eindruck, ne? Das ist eigentlich das, was zählt, dass das hängen bleibt. Richtig, wenn ich zu dir sage, auf Arabisch, Ahlan wa sahlan, ana Klaus Belitzer, ana min Almania, urida ana kalam al arabiya. Das klingt doch schon mal gut, ne? Das sagst also, du, wow. Für mich hätte sich das fachlich perfekt angehört, weil ich habe kein Wort verstanden, außer Klaus Belitzer. Ja, ich bin Klaus Belitzer, ich bin aus Deutschland und wir können Arabisch sprechen. War das nur. Ja. Aber genau das sind immer wieder die gleichen Wörter, die du verwendest. Immer wieder die gleichen. Und die heißt es einfach nur zu üben, zu trainieren. Und irgendwann sitzen die. Und das Geniale bei mir, nach meinem System, meine Schüler haben die Unterlagen und die lesen immer nur ab und kombinieren. Ich natürlich auch.
Das heißt, ich brauche die Vokabeln gar nicht können und kennen. Ich lese ja nur ab. Ich lese ja genauso ab wie die Schüler. Ja, ja. Aber wie machst du das zum Beispiel bei Sprachen eben wie Arabisch, die einfach auch ein ganz anderes Schriftbild haben? Ich meine, bei unserer Sprache, unseren Buchstaben, die wir haben, wenn ich da was auf Englisch oder Französisch habe, das kriege ich mir, wenn ich weiß, wie sich die Sprache anhört, so einigermaßen kann ich mir die Wörter zurechtreimen, wie ich sie ausspreche. Aber beim Arabischen, ganz ehrlich, also ich meine, wir leben ja jetzt so zeitweise in Dubai. Ja, also Schriftbild für mich noch nicht durchdrungen. Sagen wir es mal nett ausgedrückt. Du musst einfach nur sagen, Anna Tom Kaules, Anna Minalmania. Ja? Okay. Anna Askunufi, Dubai. Ich bin Tom Kaules, ich bin aus Deutschland, ich wohne in Dubai. Wie ich die trainiere, ist mit deutschem oder europäischem Alphabet. Das heißt, ich sag Anna Min Almanya. Dann lesen die A-N-A und Min M-I-N. Almanya. Ah. Ich bin aus Deutschland. Okay. So. Okay. Und wenn sie das drei, viermal ablesen, Anna Min Almanya, Anna Min Almanya, dann können die das. Auch auswendig. Und dann haben sie den ersten arabischen Satz drauf. Okay, das macht Sinn, weil das muss ich nämlich auch jetzt, ich weiß, das ist ein bisschen peinlich, dass ich das vor dir gerade jetzt hier zugeben muss, aber wir sind ja unter uns, von daher geht das ja. Ich hatte ja auch, wo wir dann in Dubai, wo wir angekommen sind, haben mir fest vorgenommen, okay, ich will wenigstens auch so ein paar Sätze Arabisch sprechen und habe dann angefangen, mir ganz stolz hier Duolingo, die Sprach-App drauf. Okay. Und da war das erste Ernüchternde, wo ich dann gesehen habe, dieses scheiß Sprachzeichen, also diese arabischen Schriftzeichen, wo ich gedacht habe, fuck, damit hört es gerade schon auf, weil ich ja keine Ahnung habe, wie die Dinge ausgesprochen werden. Und so wie du das jetzt erklärst, macht das für mich auch wieder viel mehr Sinn, wo ich mir dachte, okay, wenn ich das so hätte, dann hätte ich das wahrscheinlich auch durchgezogen. Ja, und damals bei den Trainings hat die Volkshochschule zu mir gesagt, okay, pass auf, nach dem Motto, wenn du schon so groß posaunst, dass du es kannst, dann zeig mal. 4 Stunden und in 4 Stunden gehe ich auch Arabisch durch. Mhm. So, immer die gleichen Wörter. Das heißt, ich bin Klaus, ich bin aus Deutschland, ich habe eine Familie in Deutschland, ich habe 2 Töchter, ich habe das, ich habe ein Auto, ich habe keinen Hund, ich habe keine Katze, ich habe jetzt ein Gespräch mit Tom Kaules. Solche Geschichten, das Standard, was du brauchst. Und dann, ich möchte, Urid. Urid anata kalama al-arabiya. Ich möchte Arabisch sprechen. Und das lesen meine Schüler ab. Die lesen ab von der ersten Minute an komplette Sätze. Und ich brauche eins nur, ich brauche sie in der Aussprache korrigieren. So. Mhm. Und der Rest ist alles Übung und Austausch von Vokabeln. Weil mehr brauche ich nicht. Ich bin, ich habe, ich möchte. Und dann schließe ich der Kreis, dann kann ich's. Und kann jeder innerhalb von 2 Tagen lernen. Ich habe sogar Schüler gehabt, Chinesisch, Deutsch-Chinesisch. Chinesisch ist eine einfache Sprache. Weißt du? Ja, ja. Sagst du. Wenn 1,4 Milliarden Menschen Chinesisch sprechen, kann es ja nicht schwierig sein. Ja, hab ich mir damals gesagt. Das ist ein super überzeugendes Argument. Und okay, das habe ich mal bei der IHK im Vortrag gesagt. Ne? Da haben die aber gemeint, ja, das sind aber Muttersprachler. Ach so, okay. Ja. Aber die haben keine Grammatik, die Chinesen. Mhm. Und ich esse gestern, ich esse morgen, ich esse. Ich trinke Bier heute, ich trinke Bier morgen, ich trinke Bier gestern, ich trinke Bier. Fertig. Okay. So. Wenn du die Grundstruktur einer Sprache kannst, und das kannst du an einem Tag lernen, und zwar in jeder Sprache. Und dann ist es nur dein Fleiß, deine Motivation, brauche ich es oder brauche ich es nicht. Ja. Bei euch auf Dubai, da spricht doch jeder Englisch, oder? Gibt es da Leute, die kein Englisch können?
Genau, das ist das Problem. Nein, genau. Es gibt eben kaum jemanden, der kein Englisch kann. Von daher ist man da, ist da halt einfach nicht diese Notwendigkeit, wirklich Arabisch zu lernen, weil jeder Araber, wahrscheinlich gucken die dich blöd an, wenn du die auf Arabisch ansprichst, und die würden wahrscheinlich trotzdem auf Englisch antworten. Ja, nur das Ding ist, wenn du mit denen anfängst, Arabisch zu sprechen, gerade so mit Führungskräften und so weiter. Ja, wie gesagt, was wir vorhin gesagt haben, du hast gleich ein ganz anderes Entree bei denen. Ja, auf jeden Fall. Und das war ein Ding, was mir immer so viel Spaß gemacht hat und nach wie vor Spaß macht. Ja. Ja, das stimmt. Ich erinnere mich noch dran, wo wir das erste Mal nach Mexiko reingefahren sind. Und da hatten wir halt auch an der Grenze direkt gesagt, so von wegen, so diesen Satz wegen, warte mal, kriege ich den noch zusammen? Hola amigos, somos de Alemania, queremos en México por seis meses, oder glaube ich sowas? Genau, queremos, wir wollen, genau. Genau, kommt damit hin, ne? Ja, natürlich. Und das war halt so dieser Blick von den Leuten, gerade weil wir von der amerikanischen Grenze rübergefahren sind und wir jetzt ja nicht unbedingt wie Latinos aussehen, das war wirklich erstmal, haben alle im Büro erstmal so hochgeguckt, so, wieso sprechen die Spanisch? Und da ist auch gleich wieder das Eis gebrochen und mal wieder ein Lächeln und also wurde ganz anders behandelt, viel freundlicher irgendwie. Also bei mir solche Geschichten, und die machen richtig Spaß. Ich habe in 1999 den USB-Stick in Deutschland und Europa eingeführt. Ne? Ach, du warst das, danke. Ja. Aber hättest du den nicht gleich machen können, dass man da keine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit hat, den falsch einzustecken? Das wäre noch Ja, okay. Na, was mache ich? Mein Chef kommt von Taiwan geflogen, zeigt mir das Ding und dann fragt er mich, was machen wir? Ja, dann sage ich, okay, ich rufe die großen Handelsketten in Europa an. Weiß ich noch, und das vergesse ich auch nicht. Corte Inglés, zentrale Spanien. Ich rufe per Telefon an, spreche Spanisch. 3 Minuten später habe ich den ganzen Einkaufsleiter vom Corte Inglés. Carrefour, Paris, genau das Gleiche. Mediamarkt, Polen, identisch. Ja, ohne Zeitverlust bist du gleich an den Stellen, wo die sagen, okay, das kann kein kleiner, dummer Deutscher sein, ja. Wenn der muss Kompetenz haben. Wir stellen ihn lieber durch. Ja. So. Ja, cool. Okay. Ja. Das also sind du hast mir auch damit, ja, das ist mega. Ich meine, und ich muss auch zugeben, du hast mir damit schon echt wieder mich auf den Geschmack gebracht, vielleicht doch wieder das Arabisch mal so in die Hand zu nehmen und da nochmal ein paar Stündchen zu investieren, um so diese typischen Floskeln dann nochmal hinzukriegen, weil das wäre, glaube ich, schon ganz cool, einfach das vom Aha-Effekt zu können. Arabisch, du kriegst die Unterlagen von mir, kennst ja. Vielleicht weißt du, ich hatte mal ein Training gehabt und da wollte eine hübsche deutsche Rothaarige, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, die wollte unbedingt das Lied Despacito singen, ne? Verstehen. Ja. Dann hat sie den Text verstanden, hat sie gesagt, oh, solch Text ist es, okay. Und dann haben wir die in einen anderen Raum verfrachtet und die hat das geübt und dann hat sie uns vorgetragen. Im richtigen Spanisch. Motivation war da, das war halbe, dreiviertel Stunde, nicht länger. Und wir haben uns richtig amüsiert. Ja, total. Na? Vielleicht, ich weiß nicht, ob dabei warst, ich glaube ja, ne? Ich kann mich schwach daran erinnern, ja. Ja, das war mega. Und das ist auch das Krasse. Enida hat so eine, auch nach wie vor, wenn die Spanisch spricht, die an der Aussprache, an der Betonung am Dialekt, merkst du das eigentlich gar nicht, dass sie keine Mexikanerin ist. Also das sagen auch die Mexikaner wirklich selber, die total überrascht sind. Man merkt es halt einfach nur teilweise an fehlenden Vokabeln oder an der Ausdrucksweise an sich. Aber diese Betonung und alles, das ist bei ihr, das ist mega.
das Entscheidende, einen kleinen Vorteil, den ich habe, ich kann ziemlich gut hören, zuhören und die Aussprache kann ich ziemlich gut. Meine Aufgabe ist es, dass jemand, wenn er eine Sprache lernt, ziemlich gut von Anfang an die Aussprache richtig drauf hat. Und der Rest ist Spaß. Ich habe mich so ein bisschen angeschaut, mir aufgeschrieben, was ich alles so die letzten Jahre gemacht habe. Ich war in Polen, ich war auf Lesbos Training gemacht. Vor drei Jahren haben wir in St. Petersburg ein Sprachenzentrum aufgemacht mit den Uni-Professoren im wissenschaftlichen Beirat bei uns. Und wenn du weißt, du hast so ein Meeting, da steht der Dekan von der Uni, steht auf und redet auf Russisch und spricht dich an. Da kannst du nicht auf Englisch antworten. Das war praktisch eine Aufforderung. Klaus, steh auf und halt jetzt auch mal einen Vortrag. Aber bitte nicht auf Englisch. Ja. Hey, wenn du das weißt und dich vorbereitest. Klasse. Ja. Ja, ja. Das ist, da hat man gleich das Grinsen im Gesicht, wenn man daran denkt. Das sind einfach so die Stories, die mich dazu bewegt haben, zu sagen, okay, und immer mehr Leute, macht doch im Sprachenbereich was. Nicht viel, egal wo ihr hinfährt. 1, 2 Tage, meinetwegen nur ein paar Stunden. Und dann kommt ihr so richtig rein. Und jetzt, seit etwas über ein Jahr, die Firmen, die haben immer das Problem gehabt, Klaus Belitzer kommt zu uns vorbei, macht das Training face to face. Und plötzlich ging alles online. Ich brauche nicht mehr auf der Autobahn im Stau stehen, sondern mach das Training so, wie wir jetzt gerade sprechen. Und das ist eine Geschichte, wo, ja, das hat mich so ein bisschen vorwärts gebracht. Mhm. Und was machst du, wenn du ein bisschen Zeit hast? Machen wir. Von der anderen Seite so ein bisschen Druck machen, die Klaus, mach jetzt mal was online. Biete Online-Produkte an. Entwickel was, wo die Schüler online lernen können. No? Und jetzt habe ich in 8 oder 9 Sprachen über Coachy biete ich jetzt genau nach meinem System, also nach diesem schnellen System, biete ich diese Online-Sprachentrainings an. Die beziehen einen Kurs und dann haben sie genau nach meinem System, was heißt auf Spanisch, ich bin in Spanien. Estoy en España. Was heißt auf Spanisch, ich habe ein Haus in Spanien? Oder wo auch immer. So, ja. Deutsch und dann kurze Pause und die müssen das wiederholen, genau in diesem Sprachenbereich. Ja. Okay, cool. Sehr schön. Was ist denn der größte Fehler, den ich im Bereich des Sprachenlernens machen kann, aus Sicht des Lernenden? Wenn ich keine Motivation habe, da komme ich nicht voran. Okay. Meiner Ansicht nach, Sprache musst du eine Motivation haben. Du musst motiviert sein. Du guckst dir einen Berg an, einen hohen Berg. Jetzt hast du 2 Möglichkeiten. Entweder du gehst über 2, 3 Wochen immer ein Stückchen rauf oder du kletterst so richtig hoch innerhalb ganz kurzer Zeit. Ja. Und die meisten, die nehmen sich viel Zeit, kommen nicht voran, sind frustriert, können nicht sprechen und geben auf. Ja. Das finde ich. Ich denke, der größte Fehler ist einmal, die denken, ich muss für eine Sprache lange lernen. Zweitens, ich bin schon 30, ich bin schon 40, ich bin schon 50, ich kann es nicht. Ich kann es nicht mehr. Und Praxis ist, je älter ich werde, desto mehr synaptische Verbindungen habe ich im Kopf. Deswegen
desto schneller kann ich doch eine Sprache lernen. Richtig? Nur, je älter wir werden, desto mehr Blockaden haben wir. Ja. Ein Kind lernt im, ja, im Handumdrehen, weiß ich von meinen Kids. Handumdrehen die Sprachen gelernt, egal welche. Ja, ja, klar, das sind noch keine Vorurteile, noch keine Blockaden da. Der eine fliegt businessmäßig nach Moskau. Ich mache hier kurz das Video. Das war jetzt vor anderthalb Jahren, im Alter von 28. Muss dort einen Vortrag halten und ich mache hier einen Film fertig, MP4-Video. Die guckt sich das paar Mal im Flug an, Flug nach Moskau, kann das Ding und spricht die ersten Minuten Russisch. Wieder mal das Gleiche. Klar, dass sie am Ende, irgendwann am Ende ist. Nur, die haben gelacht, geschmunzelt. Ja. Logisch. Ja, und das, ich denke, dass der größte Fehler ist, auf die lange Bank zu schieben. Ja, ja. Ja, das, das glaube ich auch. Okay, cool. Klaus, ich könnte mit dir noch Stunden über das Thema Sprachen reden, aber mit einem Blick auf die Zeit würde ich jetzt gern in die Blitzlichtrunde kurz überschwenken. Okay. Und dann haben wir nachher noch eine Überraschung für unsere Hörer. Aber alles der Reihe nach. Hier in der Blitzlichtrunde stelle ich dir eine Reihe von Fragen und deine Aufgabe besteht darin, möglichst schnell, spontan und kurz, also wenn es geht, mit einem einzigen Wort oder einem kurzen Satz zu antworten, okay? Okay. Los geht's. Was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, Unternehmer zu werden? Die Sicherheit bei den Unternehmen, wo ich hatte. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Dass ein Freund zu mir gesagt hat, mach doch dich selbstständig, mach Sprachencoaching auf. Was ist deine größte unternehmerische Stärke? Ich habe einen Fokus auf Sprache. Was ist deine größte unternehmerische Schwäche? Ich lasse mich zu leicht ablenken von anderen Dingen. Was war der wichtigste Schritt, der dich zum Erfolg gebracht hat? Fokus auf die Sprachen. Mit welcher Person, egal ob lebend, tot oder fiktiv, würdest du mal gerne ein Kamingespräch führen und worüber würdest du reden wollen? Einmal mit dem Hermann Scherer und mit dem Marc Galal. Ich habe sein Buch gelesen, von Null zur Million, zur ersten Million. Nur die habe ich noch nicht erreicht. Ich glaube, ich muss das Buch nochmal durchlesen. Dann nochmal. Welche Internet-Resource hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert? Abhängig von der Sprache, aber es gibt eine Goethe-Verlag.com, da habe ich 50 Sprachen, 100 Lektionen, ein optimaler Einstieg, um eine Sprache zu lernen. Perfekt. Welches Buch liest du aktuell oder hast du als letztes gelesen? Worum geht es darin und kannst du es empfehlen? Immer wieder das Simplify Your Life. Ja. Vereinfachen, einfache Strukturen sich schaffen, weil es ist alles einfach, nur wir machen es viel zu kompliziert, auch in meinem Bereich. Podcast Nation, das Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und wenn du auf Hörfutter stehst, dann hol dir jetzt gleich dein kostenloses Hörbuch auf tomstalktime.com/audiobooks. Dort kannst du dir fast jedes Audiobook im kostenlosen Probeabo runterladen. tomstalktime.com/audiobooks. Zum Schluss noch zwei recht persönliche Fragen. Die erste davon, was ist dein größter, bisher noch unerfüllter Lebenswunsch? Bin ich schon lange dran. Haus in Spanien, unterhalb von Valencia. Und wir fliegen jetzt nach Teneriffa rüber, habe ich jetzt ganz neue Info. Und ich will da mal schauen, ob wir vielleicht dort was machen, kaufen. Okay, dann drücke ich dir dafür schon mal ganz doll die Daumen. Und wenn ihr da unten seid, sagt Bescheid, dann kommen wir euch besuchen. Aber klar, ihr müsst nur sagen, was ihr essen wollt, trinken, was für Sektmarke und so weiter. Ja, ja, das besorgen wir dann. Das kriegen wir hin. Perfekt. Klaus, die letzte Frage. Welche drei Tipps würdest du deinem 20 Jahre altem Ich mit auf den Weg geben und warum genau diese Tipps? Nimm dir mal kurz Zeit, paar Tage und überleg dir, wo du im Alter von 30 sein willst.
mach einen Plan und mach die ersten Schritte. Mhm. Mein Tipp. Okay. Hast du noch weitere Tipps, wo du sagst, Mensch, das ist auch noch wichtig, noch zwei? Ja, guck, Tipp 2, guck einfach, wo deine Stärken sind. Mhm. Viele achten auf die Schwächen und versuchen, die Schwächen zu minimieren, anstelle die Stärken zu stärken. Ja. Ignoriere die Schwächen, fokussiere dich auf die Stärken und guck, dass du die Nummer 1 wirst in einem Bereich. Und dann ist der Erfolg vorprogrammiert. Ja, das stimmt. Perfekt. Klaus, es hat echt einen Riesenspaß gemacht. Und dieses Thema Sprachen, ich glaube, man kann das gar nicht oft genug sagen, wie wichtig dieses Thema heute in unserer vernetzten Welt ist und welche Vorteile ich durch Sprachen einfach haben kann, egal ob jetzt privat oder im Business. Das ist völlig unabhängig davon. Es ist einfach, das sind gigantische Wettbewerbsvorteile, die ich mit dem Sprechen einer weiteren Sprache habe. Von daher fand ich das Thema mega spannend und gerade eben deinem Claim, so von wegen, dass man innerhalb von 2 bis 3 Tagen die Sprache lernen kann. Und wir waren ja damals auch bei dir und haben Spanisch gelernt und es ging wirklich rucki zucki in diesen, ich glaube, wir waren auch 2 oder 2,5 Tage sowas bei dir und wir sind damit wirklich recht gut über den Winter gekommen in Mexiko. Das war einfach geil. Gib unserer Podcast Nation doch noch so einen letzten Tipp mit auf dem Weg und sag uns noch kurz, wie wir mehr über dich erfahren können. Ja, ihr geht einfach auf die Seite sprachen-training.de und dann habt ihr die ganzen Links zu mir, Verbindungen und so weiter. Okay, perfekt. Und du hast mir noch verraten, dass du noch ein Goodie für unsere Hörer hast. Oh, sollen wir das echt wagen? Okay, also. Auf dein Risiko. Für diejenigen, die motiviert sind, eine Sprache zu lernen, auf welchem Level auch immer, mit welchem Ziel auch immer, biete ich an, meldet euch bei mir genau über diese Seite www.sprachen-training.de und ihr bekommt 1 Stunde lang ein kostenfreies Training in einer Sprache eurer Wahl. Sprache spielt keine Rolle, auch wenn ich eine Sprache nicht kann. Ich zeige euch, wie ihr nach ganz kurzer Zeit die Sprache drauf habt. Sehr, sehr geil. Das ist ein mega Angebot. Und Podcast Nation, ich setze da noch einen kleinen Riegel, noch eine kleine Hürde davor, die ich dem Klaus auch empfehle. Und zwar, liebe Leute, wenn ihr dem Klaus eine Mail schreibt und er sich wirklich diese 45 bis 60 Minuten für euch Zeit nimmt für die Sprache, schreibt dem Klaus bitte rein, was eure Motivation ist, warum ihr die Sprache lernen wollt, damit das auch wirklich Sinn hat und nicht einfach nur mal so probiert wird und weil man gerade neugierig ist, weil ich meine, 1 Stunde Zeit herzugeben, das ist schon ein brutales Commitment, Klaus, wo ich auch nur bei dir echt Dankeschön sage für dieses Angebot. Ich finde das wirklich absolut mega. Aber sehr gerne, Tom. Das ist ein kleines Dankeschön von mir an die Community und natürlich an dich für das Gespräch eben. Perfekt, danke dir. Podcast Nation, du weißt ganz genau, dass du alle wichtigen Infos und Links zu unserem heutigen Interview auf tomstalktime.com finden kannst. Gib einfach die Episodennummer 712 in das Suchfeld ein oder eben den Namen Klaus Bühlitzer oder Sprachen lernen und du kommst sofort auf die passende Seite hier zu unserem Interview, wo wir natürlich auch die Kontaktdaten vom Klaus mit drin haben. Und wenn du wirklich mal das Gefühl hast, du willst eine neue Sprache sprechen, weil du gerade eine ganz tolle Frau, tollen Mann kennengelernt hast und du dessen Sprache nicht sprichst oder so und die unbedingt lernen willst, irgendwohin fliegst in den Urlaub, in irgendein fernes Land und einfach dort mit den Einheimischen mal in Kontakt kommen willst, dann investier einfach mal diese 2 bis 3 Tage und give it a try und schau einfach mal, was Klaus für dich machen kann. Und gesagt, mir und Enida hat es damals echt richtig viel gebracht. Das war für uns ein Meilenstein im Spanischen. Und ich bin mir sicher,
Das wird bei dir auch eine Riesenüberraschung sein, wenn du beim Klaus auch so ein Training mal mitmachst. Klaus, bei dir nochmal vielen Dank, dass du so viel Zeit genommen hast und uns dein Wissen, deine Erfahrung geteilt hast. Die Podcast Nation grüßt dich und ich freue mich auf unseren weiteren Kontakt und auf unser nächstes Treffen in Valencia oder Teneriffa. Pero entonces en español, ha? Wir geben uns Mühe. Vamos a ver. Alles klar. Danke, dass du hier warst. Danke, ciao. Danke, ebenfalls. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen unserer Interviewpartner und noch vieles mehr. Hast du es endgültig satt, dir von deinen Kunden auf der Nase rumtanzen zu lassen? Dann melde dich jetzt auf umsatzrakete.com zu meinem nächsten Webinar an. Dort zeige ich dir, wie du mit deinem eigenen Podcast jede Menge neuer und qualifizierte Kunden für dein Business gewinnen kannst. Umsatzrakete.com. Und zu guter Letzt denke immer daran, schlampiger Erfolg ist besser als perfekte Mittelmäßigkeit. Ciao, dein Tom.